Ja, in erster Linie denke ich, dass ich Respekt jedem entgegenbringe, von Anfang an ganz neutral jedem gegenüber bin, egal welche soziale Schicht, Herkunft, Hautfarbe, was auch immer. Und möchte das natürlich auch an mir selbst erfahren. Ja, ich glaube auch, Respekt ist das allererste, was man einem Menschen entgegenbringen sollte, egal aus welcher, ja, egal woher er kommt oder an was er glaubt oder was auch immer. Deswegen, ja, glaube ich, steht über Respekt relativ wenig. Ja, es war so, dass dann eine gewisse politische Partei meinte, Kampagne treiben zu müssen oder Propaganda treiben zu müssen mit meinem Konterfei oder beziehungsweise auf meinem Rücken das Ganze ausreiten wollten. Das ist natürlich eine absolut respektlose Sache, rassistisch hier obendrein, und das war dann klar, dass es gar nicht ging, dass wir da strikt gegen vorgegangen sind, ich und der DFB auch als eigentlich Hauptjäger. Und ich bin froh, dass ich diese Unterstützung hatte und dass wir uns da klar positionieren konnten und im Endeffekt dann diesen Streit auch für uns gewinnen konnten und die Leute einen auf den Deckel bekommen haben. Wenn man realistisch ist, weiß man, dass es immer wieder kleine Randgruppen gibt, auf welcher Ebene immer, die sich irgendwie anders orientieren, positionieren. Aber im Großen und Ganzen habe ich doch gespürt, dass der Großteil der Aufmerksamkeit da oder des Zuspruchs einfach Zuspruch war und ja, mir gut gesandt war und auf meiner Seite. Insofern hat es doch gezeigt, dass es im Großen und Ganzen in die richtige Richtung geht. Aber wie gesagt, es gibt immer wieder kleine Gruppen und Gruppierungen, die da versuchen, Gegenwind zu produzieren. Ja, ich glaube, ein gutes Beispiel ist da einfach immer nur, wie man so schon sagt, den älteren Platz anbieten in der U-Bahn oder im Bus, dass das mittlerweile immer seltener gemacht wird, also habe ich zumindest das Gefühl, und dass sie dann im Gegenteil sogar angepöbelt werden, wenn sie vielleicht darauf beharren, dass sie sich hinsetzen dürfen, und die 14-, 15-Jährigen, die eigentlich noch, ja, die auch zur Not noch eine Stunde stehen könnten da drin, dann sitzen bleiben und älteren Damen oder Herren vielleicht auch mit Gehhilfen da nicht beihelfen wollen. Das kann man, glaube ich, auch so nicht akzeptieren, wird leider aber, wie ich finde, oder passiert immer noch. Es gab natürlich Zeiten, wo es noch viel weniger dieser, so, ich nenne das jetzt mal Vermischung gab, also sprich Einflüsse aus anderen Nationen, wo du sicherlich als Dunkelhäutiger noch anders aufgenommen wurdest oder behandelt wurdest, und weil es einfach vielleicht auch nicht so oft vorkam, nicht so gegeben war. Wie das genau war, weiß ich nicht. Da müsste ich dann auch zu sehr nachfragen. Ich glaube, mein Vater selbst hat schon eine relativ große afrikanische Community in Hamburg vorgefunden. Das ist eine multikulturelle Stadt. Insofern konnte er mir da auch nicht, oder habe ich nicht so viel Negatives in Erinnerung oder sowas. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es, wie du sagtest, in den 30er Jahren oder so, wo es dann sicherlich noch nicht so viele Dunkelhäutige auch in Deutschland gab, dass es da wirklich anders lief, wenn da jemand anderer Herkunft war. Ich denke da an die Kriegszeiten, wo dann Leute anderer Herkunft verfolgt und verbrannt wurden. Insofern war es sicherlich anders. Aber im Großen und Ganzen ist es schon so, da hat man es recht, dass Respekt, gerade was dieser natürliche Respekt Älteren gegenüber ist, natürlich heute schon ein ganz anderer. Früher, denke ich mal, gab es bestimmt noch Kinder, die ihre Eltern gesiezt haben oder zumindest aufstanden, wenn sie in den Raum kommen. Bei Fandral ist es immer noch so. Bei Fandral ist es immer noch so, das ist auch nicht ganz verschwunden, aber im Großen und Ganzen hat sich das alles schon so ein bisschen, was die Hierarchien oder auch die Altersgruppen betrifft, hat sich das so ein bisschen angeglichen und da wird nicht mehr groß unterschieden. Und da gibt es natürlich so Beispiele, wo das sicherlich nicht falsch wäre, wenn es noch so ein bisschen mehr wäre wie früher. Vielleicht merken die Kinder einfach auch an sich, dass es ihnen leichter gemacht wird oder dass es nicht so bestraft wird, wenn sie respektlos sind. Versuchen dann mal da ein bisschen frech zu sein, vielleicht auch, wie man so schon sagt, die anderen zu beeindrucken, derselben Altersgruppe. Und wenn dagegen dann nichts gesagt wird oder nichts unternommen wird, glauben sie natürlich, dass das immer so durchgehen kann. Glauben, dass das einfach normal ist und dass sie das immer so machen können, und dann behalten sie es natürlich auch so bei. Thank you.